Let's play Craft the World. 41. 41. Mann, Mann, Mann. Ist ja auch echt so ein bisschen so ein Herzensprojekt hier, weil das ja auch das erste Video war, was ich überhaupt gemacht habe. So, also ich habe ja mit den Zwergen, habe ich ja überhaupt in dieser Let's Play-Reihe angefangen. Hab dann festgestellt, dass mir das Spaß macht. Mit gerechnet. Schön. Sind mittlerweile ja auch ein paar Menschen mehr, die das gucken. Finde ich, freut mich auch sehr. Dann so dieses Selbstwirksamkeitsgefühl. Egal. So, genug gelabert, genug rumsentimentalisiert. Wir wollen coole Zwerge sehen mit coolen Bärten. Wir haben alle Bobos verkloppt. Wir haben alles für alle Portalteile. Und was wir jetzt gerade machen, ist eigentlich mehr noch Spaß. Ne? Wir haben, also ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir das Portal haben. Ob dann alles vorbei ist, da habe ich ein bisschen Angst. Deswegen würde ich ja vorher gerne noch einen Drachen jagen. Dafür brauchen wir aber noch ein bisschen Goldrüstung, oder? Sonst ist das langweilig. Also nicht langweilig, aber das... Warum lauft ihr? Jungs, wir haben hier eine geile Lorenbahn. Warum seid ihr der Meinung, dass es schlauer wäre, zu laufen? Was ist das Problem? Muss hier eine Haltestelle hin, oder was? Ohne Witz, was ist das Problem? Können wir das anders sagen? Warum fahren die da nicht hin? Merke ich jetzt erst. Die Schienen gehen doch durch. Fehlt es an Loren? Was ist los? Wir haben doch auf jeden Fall auch noch eine produziert, oder? Jep, 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 da. Hier los, warum fahrt ihr nicht mit der Lore? Seht ihr das? Verratet ihr mir das? Ah, da ist Posten produziert. Hier können wir dann natürlich, wo wir schon dabei sind. Ich finde die Idee ja ziemlich cool, dass die jetzt... Das ist ja neu, ne? Die Dinger können jetzt ja hier... Achso, da muss ich das... Muss ja ein bisschen höher, ne? Sonst sind die sind zu hoch, die Dinger, oder? Ja. Okay. Dann müssen wir mal durch. Die können ja da eh durchschießen. Hier ist das. Ja, genau so ist es ja auch. Ja, noch ein paar Geschütztürme hin. So, jetzt haben die Imps auch wieder was zu tun. Aber eigentlich können die doch bis Ende fahren, oder? Was ist das Problem? Warum fahrt ihr nicht mit der Lorenbahn? Sagt mir das. Oh nein, Johnny hat jetzt die Kutsche auf dem Rücken und weiß nicht, wohin damit. Jetzt einfach dahin. Und hier könnt ihr natürlich, könnt auch erstmal ein Portal benutzen. Aber warum benutzen die Bahn nicht? Das raff ich nicht. Es dauert doch 1000, bis die das laufen. Die können doch hier runterfahren. Und dann die Lorenbahn nehmen. Oder was ist das Problem? Was ist euer Problem, Zwerge? Was ist da los? So, jetzt kannst du die Lorenbahn, die du gerade abgegeben hast, kannst du direkt wiederholen. Aber hier ist wenigstens ein Aufzug. Hier könnten die Imps mal nochmal hinfahren. Hier wird auch nicht abgebaut. Jetzt nochmal eine Monsterwelle kommt, oder? Lief auf der sicheren Seite. Eigentlich müssten wir die ja auch nochmal ersetzen, aber... Oh, später machen. Ich und später machen. So, komm, machen wir noch einen Bogen. Machen wir einfach noch zwei von fertig. Mann, ihr fresst aber auch, das ist ja unglaublich, wie die Scheunenzwerge. Oh. Den ganzen Tag kann man einen anstellen, der nur Zwergenfutter verteilt. Könnt ihr das hier sammeln? Lange nicht geangelt. Aber das hält jetzt auch das Wasser besser, ne? Wahrscheinlich läuft es hier noch raus, oder kann ich jetzt... Oh, das bricht dann ja... Oh, nein, das darf ich nicht machen. Das bricht ja dann alles zusammen. Das geht nicht. Eieiei. Nee, machen wir anders. Ich möchte das jetzt... Reiner Perfektionismus. Wie ihr mich kennt. Als reinsten Perfektionsfran. Ist gelogen. Bin ich gar nicht. Das da.
So ein Fuchs bin ich, ist unglaublich. Hier ist Angeln. Holst da Wasser raus. Ach krass, das ist ja cool. Da kann man ja richtig viel Wasser rausholen. Ich habe immer diesen Mist eingesammelt, dieses... Das senkt ja hier den ganzen Teich. Krass. Huch, und jetzt fällt er auch noch rein. Idiot. So, okay. Benutzt ihr jetzt endlich mal die Lorenbahn? Ja, okay. Scheinbar muss man einen Stop bauen, wenn es mehrere gibt. Irgendwie. Weiß ich nicht warum. Oder was ist jetzt? Jetzt benutzen sie die Bahn. Okay, puh, cool. Gut, dass ich das gemerkt habe. Tschung. Was ist mit der? Warum wird die... Die können wir nicht benutzen. Kann die einer benutzen? Wär das möglich? Bitte? Die Herren Zwerge? Stünde diese Möglichkeit? Das finde ich super. Wenn wir die eine Lore, die ich extra für euch gebaut habe, wenn wir die auch benutzen könnten. Wäre toll. Ich wollte ja noch gleich mal ein paar Mana trinken. Was ist mit der Lore? Warum nimmt die keiner? Du vielleicht. Nimm diese Lore. Setz dich da rein. Fahr damit. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Worauf wartest du jetzt? Ach, auf deinen Aufzug. Dein Glück. Gut, Lorenwagen haben wir aber eigentlich noch, ne? Heißen die Lorenwagen? Sind das nicht eigentlich die Loren? Das sind die Loren, ne? Ja. Kohle haben wir auf jeden Fall auch echt gut weggefarmt hier, ne? Die ganze Map ist leer. Okay. Okay, okay, okay. So, was haben wir hier noch? Haben wir noch mehr Fluff-Dinge gebaut? Noch ein Türmje. Schauen wir mal hier drauf. Aus Spaß. Und ach genau, es fehlte noch ein Bogen. Okay. So, und dann habe ich natürlich Gold produziert. 2 Stück können wir bauen. Uns fehlt es an Stahl. Stahl ist, glaube ich, nicht das Problem. Aber Kohle wird echt ein Problem. Kann das leider nicht mehr senken. Okay. Aber Stahl brauchen wir auf jeden Fall. Okay. Was ist los? Nur so ein Stinker. Da ist dann hier wieder Geschrei. Oh, Kohle! Geil. Geil, ich freue mich über ein Stück Kohle. Am Anfang gibt es aus einer Welt 4 Millionen Kohle. Ist überhaupt... Lohnt sich das für das bisschen Gold? Ja. Wer das Kohleerz, Kohleflöz. Wer das Kohleflöz nicht ehrt, ist dem Mithril nicht wert. Hat mein Opa immer schon gesagt. So, Drachenjagd ist natürlich, steht auch noch an. Hier steht eine gottverdammte Lore, du Wurst! Aber will sie nicht. Den kann ich jetzt natürlich wieder nicht steuern, weil der offiziell ja wartet. In Wahnsinn treiben wollen sie mich. Aha, aber dich kann ich nehmen. Und mit dir. Nein! Och. Oh, nee. Wo bist du denn? Denn da. So. Oh, das machen wir es wieder heile. Ordentlich, sonst kommen die wieder hier nicht mit der Lore angefahren. So, jetzt sammel das ein. Na gut. Egal, egal, egal. So, 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 so. Das war jetzt ja auch eher so Spaßgedöns. Hier wird Stahl produziert. Ja, ich würde sagen, wir machen mal. Machen wir noch ein Portalteil, oder? Falsch. Das vorletzte. Krass. Kristall. Stein. Starrel. Okay, wir haben nicht genug Starrel. Aber der wird hier ja gerade fertig. Haben wir noch Imps am Laufen? Oh, hier hatte ich einen Kahlschlag gemacht. Wo denn da? Ach, du bist gar nicht im Käfig. Mit dir los. Hier sind nackte Schafe, die ganz alleine sind. Gut. Oh, der Kollege kümmert sich drum. Hier sollt ihr übrigens runtergraben, damit wir unseren Pool hier endlich mal fertig machen.
Ich auch Quatsch. Also nicht Quatsch, ich find's einfach cool. Sowas gehört bei solchen Spielen für mich dazu. Das Auge, Zwerg, Diamit. Wenn ich noch Deko-Elemente, die wir hier noch rausbraten können. Ich dachte, wir hatten noch so Imps oder so. Ach ja. Da! Gargüllen! Ich dir doch wieder nicht Kette, oder? Würde mich sehr wundern. Aber ihr schafft das schon. Wasser ist versickert. Dann wachsen dann dadurch Wurzeln. Tränke wollte ich noch bauen. Ich habe keine Mana-Tränke mehr und man weiß ja nie. Elixier. Oh, 12. Oh, wir haben keine Wurzeln mehr. Nicht schlimm. Oh, da habe ich schon. Da sollte wohl mal Holz hin. Na dann. Habe ich wohl vor vielen Jahren habe ich das mal angedacht. Was eine gute Idee wäre. Dann setze ich es alles durch Holz. Na gut. Ah, noch Steine. Machen wir das lieber. So, dann wird das hier alles schön ersetzt. Ob ich das jetzt aus Holz mache? Alte Gewohnheit. Was haben wir noch? Dann kommt da Ziegel hin. Ziegel ist das härteste, was wir kennen im Zwergenreich. Um die Jungs auch mal ein bisschen was zu tun, was auch mal schön ist. So, hier, cool. Erde ersetzen. Und Erde ersetzen. Da ist der Taucher! Da ist der Tauchermann! Wieso kann er das denn jetzt plötzlich? Was zum heiligen Froschleichnam? Die setzen dann den Taucherhelm auf. Wie cool ist das denn? Aber bauen können sie dann nicht, oder was? Sachen sammeln geht? Mir auch mal einer erklären. Ob du den Taucherhelm aufsetzt? Ja! Wie cool! Aber bauen geht wohl nicht. Sammeln geht? Oh, auf jeden Fall ein richtig, richtig geiler Teich. Fällt mir schön. So, wenn das jetzt noch einer der feinen Herren ersetzen würde, wäre es natürlich richtig cool. Kein Taucherhelm! Okay. Egal, das war ja eh nur Fluff-Geflaffe. So, das wird ersetzt. Wir hatten noch ein Schießgewehr gebaut. Soll auch hier oben drauf. Nee, lieber. Ja, dann ist das noch in der Range von dem. Habe ich hier falsch gemacht. Egal, wenn man es abreißt, geht alles kaputt. Das wollen wir natürlich nicht. So, jetzt ist unsere Tür falsch. Egal. Das macht ihr klar. Kannst du das jetzt trotzdem, oder was? Ach, krass. Dann machen wir das jetzt schön. Haben wir noch Brücken rumliegen? Jo. So reicht's schon. Habe ich auch immer noch nicht verstanden, was diese Pömpel sollen, wofür man die braucht. Okay. So, machen wir noch eine Drachenhatz. Ah, nee, ich hab noch Rüstungen gebaut. Und ich wollte noch ein Portalteil bauen. Mann. So viel Kram. Dunkler Kristall. Ein Mithril und Stahl. Den haben wir ja gerade nachproduziert. Und grüner Kristall. Achso, Gold fehlt noch. Gold. Piu! Ich weiß nicht, soll ich das jetzt fertig machen? Soll ich es fertig machen? Dann haben wir halt noch keinen Drachen gefangen.
Aber ich glaube nicht, dass das Spiel vorbei ist, nur weil wir das Portal bauen, oder? Weil dann könnte ich noch geilere Ausrüstung für die Drachenjagd bauen. Wisst ihr, was ich meine? Haben wir auch alles. Ja, Kristall, Gold. Stahl, weil dann könnte ich alles rausasen, was wir noch haben für cooles Equip. Ist grün? Ne, blau. Oh. So, das letzte Portalteil, meine Damen und Herren. Exit. Was? Kann ich... Oh! Nein! Wir haben das Achievement Landholder bekommen, seht ihr gerade nicht, aber, okay, wir können jetzt offiziell diese Welt verlassen. Nein, wir haben es fertig. Da ist es. Da ist das geile Ding. Cool, aber einen Drachen jagen wir noch, ne? Das, so viel Zeit muss sein. Das sind wir den Zwergen schuldig. Aber theoretisch können wir jetzt in Welt 2. Was machst du, klar? Du hast jetzt... Wo? Was? Wo? Wo willst du damit hin? Wir machen Imps. Lass mal gucken. So, jetzt... Wir bereiten das jetzt mal kurz vor. Ah, hier, er ist dafür viel besser. Wir haben offensichtlich kein Tee mehr am Start. Ist nicht schlimm. Laufen wir mal ein bisschen. So, habe ich noch Leitern, damit das hier alles ein bisschen ordentlicher geht. Ich will das hier nur vorbereiten. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt genau hier machen muss. So. So, ich will jetzt mal gucken. Ah, darunter ist Lava. Das haben wir so ja noch nie gesehen. Uiuiuiuiuiui. Kann ich hier bauen? Ja, sehr gut. Wie machen wir das denn jetzt am schlauesten? Wenn natürlich... Ah doch, wir machen das so. Können wir uns ja eigentlich eins tiefer graben. Ist jetzt wie bei Terraria, da macht man das auch so. Wir kriegen wir jetzt nicht den großen Zwergenrealismuspreis. Aber wir wären am Start. Schafft er das hier wohl alleine? Ja komm, probieren. Bauen wir jetzt ein... Kommt jetzt... Was? Entferne Drachenei. Die sammelt man scheinbar so. Okay. Dann können wir uns ja auch eine Drachenkampfarena bauen. Irgendwo, wo direkt ein Aufzug runtergeht. Aber das müssen wir auf jeden Fall auch so machen, weil wenn wir in die Lava fallen, ist, glaube ich, nicht gut Lava essen. Nicht, dass da jetzt ein Drache rausgeschlurpt kommt. Schlurp, schlurp, ein Drache. So, wo geht unser Aufzug runter? Da, bis da. Das ist die tiefste Stelle, die wir erreichen können. Dann brauche ich hier mal einen Zwerg. Am besten einen, der gut buddeln kann. Nein! Komm her! Oh, hier. Dauert ja tausend lange. Tausend lange dauert das! Juju! Warum kann ich denn nicht Aufzug fahren? Ich möchte Aufzug fahren. Das ist ein böser Gespenstergeist. Hund. Gespenstergeist-Hund. Ja toll, da wäre jetzt, da wäre der Aufzug gewesen. Mal klettern kann er ja schon relativ schnell. Der Kollege Kletterzwerg. So, weil das traue ich denen halt nicht zu, ne? Dafür sind die zu blöd. Dass die schlau genug sind, um uns eine Drachenkampfarena zu bauen. Das habe ich mir jetzt auch nur ausgedacht. Ich weiß nicht, vielleicht wenn man es einfach aufmacht, kommen die Drachen vielleicht auch einfach hochgeflogen. Ach, guck mal, so farmt man also Dracheneier. Vielleicht, wenn der Drache mich sieht, gräbt er sich da auch durch oder so, das weiß ich nicht. Was will er hier? Hey Johnny, ich möchte lieber dich steuern. Der andere ist mir zu langsam beim Abbauen. Ich habe auch noch Goldrüstung gebaut, das habe ich nicht vergessen. So, wir bauen uns jetzt hier einfach runter, damit wir dann auch richtig Platz haben, um im Zweifel
gegen die Drachen zu kämpfen. Ich weiß halt nicht, wie stark die sind, ne? Deswegen bin ich jetzt ein bisschen übervorsichtig. Aber ich finde die Idee nicht schlecht, die ich mir hier ausgedacht habe. Oh. Mach das hier jetzt lieber nochmal zu. Oh ne, der kann das nicht. Oh, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier, oder? So können wir uns unterirdisch auf jeden Fall fortbewegen und können uns hier gescheit mit den Drachen anlegen. Bin gespannt, was die für Loot geben und wie stark die sind, ne? Alles noch nicht. So, du wirst freigegeben. Werde Drachenei. Dann machen wir ja direkt mal ein Portal. Geil! Um die Drachen kümmern wir uns in der nächsten Folge. Cool, dass es hier doch noch so Kram gibt, den man halt so immer noch nicht kennt, ne? Stopp! Wo wir gerade hier sind, können wir auch gerade noch die Leitern bauen. Dass das hier alles seine zwergische Richtigkeit hat. Nichtsdestoweniger beende ich diese Folge jetzt trotzdem. So, sobald er diese Leiter gebaut hat. Wie immer, bis gleich, ne?